Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und begrüße euch damit ganz herzlich zu diesem neuen Video von mir. Dieses Video ist 100% kinderfreundlich, beziehungsweise 99%, weil das Video endet, wenn es einmal kurz nicht mehr kinderfreundlich wird. Das heißt, wenn ich irgendwie rumschreie oder irgendwie Fluchwörter sage oder so, ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich wähle hier natürlich direkt die wunderschöne Map Void aus, weil das natürlich meine Lieblingsmap ist und ihr dürft natürlich sehr gerne unter diesem Video auch eure Lieblingsmap kommentieren. So, die erste Runde beginnt auch schon und ich habe natürlich wieder mal dieses wunderschöne Texture Pack mit dabei. Die kommen jetzt schon zu uns, das ist vielleicht ein bisschen doof. Jetzt stackt er sich noch weiter nach oben und ich konnte ihn noch treffen, ja sehr schön. Ups, jetzt bin ich selber runtergefallen. Okay, das war jetzt nicht so optimal, aber das macht ja nichts. Okay, da kommt der Gegner, aber ich hoffe mal, dass ich den natürlich auch noch bekommen kann. Der ist jetzt hier. Dürftest du, wenn du so nett wärst, hier herunterfallen? Okay, er ist nicht durchgerannt. Das ist schon mal sehr gut und ich konnte ihn killen. Low ground ist gar... Oh mein... Ah, das ist mein Teammate, okay. Ich bin gerade erschrocken. Und der ist auch down. Oh, da ist schon der Gegner. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Zum Glück war mein Teammate schon da und ich habe ihn zum Glück. Okay, da hatte ich sehr viel Glück, dass er... Okay, jetzt bin ich tot. Aber das macht ja auch nichts. Man darf auch mal sterben hier in Bed Wars. Hier ist das ja erlaubt. Solange man noch ein Bett hat natürlich. Oh, jetzt kam der von... Okay, den habe ich jetzt nicht gesehen. Das war der Falsche, der hat mich jetzt auch wieder getötet. Da wurde unser Bett leider abgebaut, das tut mir sehr leid, aber ich hoffe, dass die nächste Runde auf jeden Fall besser wird. Okay, mein Teammate geht jetzt zu den Grünen und die gehen zueinander. Ich weiß jetzt nicht, braucht ihr Hilfe? Ja, anscheinend schon, okay. Dann gehe ich jetzt hier auch mal selber zu den Grünen und ich versuche, die natürlich zu bekommen. Was anderes hätte man, glaube ich, auch... Oha, der wollte mich suiciden. Er hat es zum Glück nicht geschafft. Die sind beide tot. Sehr schön. Und das habe ich geschafft. Jetzt den noch kurz töten. Okay, das habe ich jetzt nicht geschafft. Aber ich habe das Bett bekommen. Und das ist schon sehr cool. Mal schauen, ob ich sogar das Bett bekommen kann. Ich kann sogar das Bett bekommen. Oha, da war ein Block. Ich konnte ihn sogar noch töten. Oh mein Gott. 2 gegen 2. Ich denke, das schaffen wir noch. Wenn ihr auch denkt, dass wir das schaffen, dann lasst sehr gerne ein Like da. Mein Teammate geht jetzt unten lang und ich gehe oben lang. Oh, alles klar. Mein Teammate ist, glaube ich, gestorben. Ja, leider. Okay. Ist nicht so gut, aber ich hoffe, dass ich den noch bekommen kann. Kann ich nicht, okay. Aber das macht ja nichts. Wir sind ja... Mal schauen, also es ist noch nicht alles verloren. Okay, mein Teammate ist gerade runtergefallen. Okay, das kann man natürlich besser machen. Den habe ich schon mal bekommen, das ist ganz gut. Nein, du kannst mich nicht treffen. Ja, den habe ich auch, sehr schön. Ist jetzt wieder mal da, dann baue ich mich mal hier drüber und versuche ihn zu bekommen. Ja, die haben sich hier wieder so eine Basis gebaut. Ey, das nervt ein bisschen tatsächlich. Okay, hier ist der Gegner. Oha, den konnte ich einfach noch treffen, als ich nach unten gefallen bin. Mein Teammate ist auch da und ich bin auch da. Das ist gut, weil zu zweit sind wir stärker, denke ich mal. Ich konnte ihn nicht mehr treffen, okay. Aber es ist ja immer noch nicht alles verloren. Also, der muss ja erstmal hierher kommen. Dann noch das Bett abbauen und so. Das machen wir. Geht klar, so. So, jetzt ist er wieder da. Ja, ich hab's ja gesagt. Jetzt ist hier auch schon wieder der andere. Oh mein, okay. Oha, okay. Sieht er mich? Er hat mich nicht gesehen oder zu spät und das ist gut, deshalb habe ich jetzt das Bett bekommen. Das finde ich auf jeden Fall und wir haben gewonnen. Das ist schon cool, ja, also ja, ja.
Ja. Also seht ihr, ruhig bleiben lohnt sich. Also man muss nicht immer gleich ausrasten, wenn dann was nicht funktioniert. Das Blatt kann sich immer noch wenden. Diese Map finde ich jetzt tatsächlich nicht so cool, aber das geht schon klar. Das schaffen wir trotzdem. Und selbst wenn wir verlieren würden, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Wieso baut sich mein Teammate jetzt hier unten lang? Oh, okay, deshalb. Mein Teammate ist jetzt heruntergefallen. Das ist nicht gut. Okay, die haben jetzt ein paar Hits da gegeben, die waren jetzt nicht so schön, muss ich zugeben. Wieder auf meiner Lieblingsmap. Das ist doch schon mal was Schönes. Man muss immer alles positiv sehen. Er hat mir vorhin zwar das ganze Bronze geklaut, aber er hat jetzt immerhin das Bett schön eingebaut. Jetzt kommt der Gegner. Ich hoffe, der bekommt ein bisschen Knockback. Der bekam ein bisschen Knockback, das ist gut. Okay, der hat jetzt wieder keinen Knockback. Ja, jetzt ist er down. Der baut jetzt das Bett noch besser ein. Also das ist schon mal ein Top-Teammate. Der will auf jeden Fall auch, dass wir die Runde gewinnen. Dem sieht man schon den Ehrgeiz an. Okay, jetzt kommen hier beide. Das ist vielleicht ein bisschen schlecht, muss man zugeben. Vor allem, weil ich sie kein einziges Mal getroffen habe. Oha, nur weil mein dank meinem Teammate. Ey, wenn der jetzt das Bett nicht besser eingebaut hätte, dann wären wir noch früher gestorben. Und jetzt schaue ich natürlich meinem Teammate noch kurz zu. Das wäre ja nicht so nett, wenn ich hier einfach direkt die Runde verlassen würde. Er ist leider tot, aber das macht ja auf jeden Fall gar nichts, weil letzte Runde oder vorletzte Runde, ich weiß es gerade gar nicht mehr, haben wir ja gewonnen. Jetzt kommt hier auch schon der Gegner und das ist nicht gut. Okay, der hat mir irgendwie 1000 Hits gegeben gefühlt und ich bin genau dann gestorben, wann das Bett zerstört wurde. Das ist zwar ein bisschen doof, aber komm, ich glaube, nächste Runde werden wir gewinnen. Ich hoffe, ich bekomme den jetzt. Ja, ich hab's gesagt. Ich habe ihn bekommen. Niemals aufgeben, bis zum Schluss weiterkämpfen. Dann gehe ich jetzt mal auf die Grünen und spring mal drüber. Danke für den Boost auf jeden Fall. Und ich habe sogar das Bett bekommen. Sehr schön. Jetzt versuche ich noch beide zu töten. Einen habe ich schon mal. Den anderen noch nicht. Jawohl, seht ihr, so einfach geht das. Einfach nicht ausrasten, einfach weiterspielen. So, jetzt sind hier beide. Der hat sie gespawntrapped. Ich versuche dann mal selber das Bett abzubauen. Wo ist das Bett? Hier ist das Bett, okay. Ich habe das Bett bekommen. Jetzt sind hier natürlich die Gegner. Den habe ich, ist der andere auch tot. So, das Bett ist schon einmal weg und ich springe dann gleich mal runter. Okay, hier kommt er auch schon. Wo ist mein Teammate? Okay, das ist nicht gut. Kannst du das bitte bekommen? Okay, das ist jetzt natürlich sehr schade. Wobei, vielleicht mein Teammate könnte ihn vielleicht noch bekommen. Okay, leider nicht. Das war jetzt ein bisschen sehr schade. Okay, jetzt wird er auch noch gesandwiched. Das tut mir wirklich leid. Und er ist schon wieder tot. Ich habe den Block abgebaut. Ja, nein. Oh, er hat das Bett bekommen. Er ist heruntergefallen. Ich hab's euch gesagt. Ruhig bleiben lohnt sich. Ah, nee, holen Sie Gold, okay. Das ist nicht so gut, weil man sich da mit unter anderem auch Bogen kaufen kann. Oha, das war jetzt sehr schön von mir. Der Hit da am Schluss auch noch. Der ist gut. Okay, leider bin ich hier in diese Lücke gefallen. Das ist jetzt auch nicht so gut, aber das schaffen wir trotzdem noch, würde ich sagen. Junge, die scheiß Bo-Spammer!